Da ist der René mal wieder mit ein kleines Vorhaben und heute werde ich euch mal zeigen, wie wir heute mal einen schönen Heubraten machen. Dazu haben wir folgende Zutaten. Erstmal unseren schönen Big Barbecue Topf, dann haben wir hier Heu, was wir zu brauchen, ganz klassisches Suppengrün mit Zwiebeln, bisschen Schmalz und 2 Kilo Schweinenacken, haben wir schon gewürzt, fertig mit Smoky Barbecue Rib und Hardcore. So, dazu machen wir jetzt den Topf, bereiten wir vor, hier haben wir schon Kohlen, stellen wir den Barbecue Topf, werden wir jetzt vorbereiten mit Schmalz, dann werden wir den Schweinenacken schön scharf anbraten. So. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und dann gucken wir mal. So, jetzt wird das Schweinefleisch in den Topf gelegt. Braten wir den schön kross an. Nächstes Mal Butter nehmen. Das sieht aber schon lecker aus. Das dauert zu lange hier. Riechen tut es auch ganz gut. Weil sonst haben wir den Effekt, dauert das Anbraten so lange. Sieht schon mal gut aus, riecht schon mal gut. Ich denke mal, wir werden den jetzt auch rausnehmen. Der ist ja, die Poren sind ein bisschen geschlossen. Ein bisschen angebraten. Kann man rausnehmen. Hoffentlich fällt er nicht runter. So. Und jetzt machen wir mit dem Gemüse weiter. Braten wir kurz an. So, jetzt haben wir das Gemüse auch ein bisschen schön angedünstet. Jetzt werden wir mal den Braten vorbereiten. Jetzt kommen wir zum Hauptzutat. Heu. Werden wir hier schön ein schönes Bett auslegen. Schmeckt. So. Da kommt das Fleisch. Mal den Braten hier. So, schön in das Heubett. Wir löschen noch ein bisschen mit Rotwein ab. So. Den Schluck. So. So, so. Deckel drauf.
restlichen Kohlen. Hellen wir hier rum. Mal gucken, wie es nach 2,5 Stunden aussieht. So, meine Lieben, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt haben wir 2 Stunden später, hat der Braten so lustig drin rumgebredelt. Und nun werden wir mal gucken, wie er aussieht. Riechen tut schon mal erstmal richtig lecker. Riecht auch nach Heu. Und so liegt er da drinnen. Butterweich, der ist man durch. So. Hier werden wir mal ein bisschen gleich abmachen. Noch ein bisschen in den Ofen. Weil jetzt müssen wir noch die Soße machen. So. Jetzt werden wir die Soße zubereiten. Wird nicht so einfach. Haben wir die Siebe nicht. Jetzt haben wir hier ein bisschen. So, jetzt wollen wir mal hier das Heu so ein bisschen rausköschern. Oh, Fülle Suppe ist nicht. Aber ein bisschen. Will nicht so richtig. Haben wir ja natürlich. Soße ist nun nicht gerade viel. Müsste man vielleicht nächste Mal nicht so mit dem Brot reingeizen. Mal ruhig mehr Rotwein. So, trotz alledem denke ich, wir sehen, wird schon hier Lungen sehen, unser Heubraten. Nun müssen wir bloß mal gucken, wie er schmeckt. Und dann wird schon was werden. Thank you.
So, also unser Röllbraten war nun, muss ich sagen, eigentlich ein sehr überraschender Erfolg. Der Braten war sehr durch, war toll. Hat jetzt nur nicht so nach Heu geschmeckt, wie man so Heu riecht oder so. Denkt man nicht, dass es jetzt stark nach Heu schmeckt, aber man hat so eine leichte Nebennote von so einem leichten Nachgeschmack von Heu. Passt es schon ganz gut. Wie gesagt, war sehr lecker und kann man mal empfehlen. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber uns hat es geschmeckt. Wir machen es auf jeden Fall wieder. Und für mir Daumen hoch. Darum sage ich für euch schön, meine Freunde, schön nachmachen, verkosten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.